Luca Fazzini, al fine era un combattimento, non era necessario, giusto? Sì, sono d'accordo con te, non era necessario. Eravamo 3-0 per noi, stavamo gestendo bene la partita e poi per due errori un po' banali in difesa abbiamo regalato due gol, però l'importante era fare tre punti questa sera e Manzato ha parato bene alla fine, siamo riusciti a prendere tre punti importanti. Hat der Luca Fazzini gefragt, es hat ja alles ausgesehen, dass es zu einem lockeren Sieg wird kommen. Also lockere Anführungs- und Schlusszeichen, resultatmäßig zumindest 3-0 sind es voraus gewesen, Bianconeri. Aber dann sind die Langnauer nochmal zurückgekommen und ich habe ihn gefragt, ob es nicht unbedingt nötig war. Und er hat mir dann auch recht gegeben, hat gesagt, richtig, das wäre definitiv nicht nötig gewesen, aber das Wichtigste sei am Schluss, dass wir da die drei Punkte können mit einnehmen und einen weiteren Sieg hat können aneinander reihen. Es ist ja jetzt schon der vierte Sieg hintereinander für den HC Lugano, wo der Luca Fazzini mit seinen zwei Goals selbstverständlich auch einen grossen Anteil daran hat. Luca Fazzini, per voi, due reti stasera, voi siete pronto per la settimana con la squadra nazionale, vero? Sì, questa sera è andata bene, ultimamente sta andando bene, ho fiducia nelle ultime partite, questo è importante, quindi sì, sono pronto per la nazionale adesso. Ho un po' un problema alla schiena, bisogna vedere in questi giorni se migliora, però sì, sono pronto. Der Luca Fazzini, ich habe es gesagt, zwei Goal hat er auch heute wieder geschossen, in vier Spielen hintereinander immer erfolgreich gewesen. Er hat ja das Aufgebot von Patrick Fischer bekommen für die nächste Woche und er sagt, momentan sei er wirklich mit sehr, sehr, sehr viel Selbstvertrauen unterwegs und das hat er jetzt auch heute wieder aufs Eis bringen können. Allerdings hat er auch noch angefügt, dass er müsse schauen, er sei natürlich auch langsam aber sicher ein bisschen müde und er müsse schauen, wie das geht mit seinem Rücken dann in der nächsten Woche. Aber das werde ich dann schon gehen und dann könne er einrücken und seine besten Leistungen dann zeigen, auch am Karjala Cup für die Schweizer Nationalmannschaft.